Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu so einem kleinen Infovideo bzw. fast schon React hier auf meinem Kanal. Denn ihr seht schon im Hintergrund, es ist endlich ein neues DLC für Planet Zoo angekündigt worden, nämlich das South America Pack. Und dazu ist heute der Announcement-Trailer rausgekommen, den werden wir uns gleich gemeinsam einmal angucken. Ich habe ihn allerdings gerade schon einmal gesehen, aber ich habe nicht so auf die Details oder so geachtet. Der ist auch sehr, sehr kurz und ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt erstmal einmal gemeinsam an. Ja, Leute, das war schon. Also wirklich sehr, sehr kurz. Wenig Infos. Ich habe jetzt gerade beim zweiten Mal auch nochmal darauf geachtet, ob man schon mal irgendwie Tiere erkennen kann oder so in der Ferne. Ist mir aber jetzt nichts aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Man sieht natürlich ganz viele neue Bausachen und so. Aber ich glaube, die verraten uns noch nicht, welche Tiere rauskommen. Hier kann man auf jeden Fall schon mal sagen, das sieht sehr atmosphärisch und cool aus. Guck mal hier hinten, dieser coole große Baum. Das sieht echt cool aus. Und dann mit diesem Nebel in den Baumwipfeln. Ah, das ist schon schön. Gucken wir mal ein bisschen vor. Genau. South America is coming to Planet Zoo. Hier sieht man dann auch nochmal so ein paar neue Pflanzen, wobei das gar nicht so viele sind. Ich glaube, diese pinken hier sind so ein bisschen neu. Ansonsten ist das schwer zu sagen. Könnte auch so ein Mix aus alten Pflanzen sein, die man schon kennt. So, hier sieht man natürlich auch schon mal neue Sachen, nämlich so ein paar Ranken, so ein paar neue. Dann hier diese ganzen Felsen, alles so Tempel-Ruin-mäßig. Ich bin mal gespannt, was das so für Bauteile sein werden. Es sieht zumindest so aus, als wenn das wirklich so richtige Ruinteile sind. Das ist sehr, sehr praktisch, weil dann wird es viel, viel einfacher, auch mal eine Ruine zu bauen. Ich meine, es gab jetzt schon im Workshop so ein paar Ruinen. Allerdings war das relativ schwierig, weil man sich dann so diese kaputten Teile aus Einzelteilen zusammenbasteln musste. Und ja, das sieht mir hier zumindest jetzt so aus, als wenn man ja, solche Teile schon zur Verfügung quasi hat. Und es gibt auch solche neuen Bambus-Baumhaus-Teile. Die sieht man auch ganz gut hier oben. Und auch neue Fackeln. Ziemlich cool. Oh. El Abeno, dankeschön. Während der Videoaufnahme. Herzlich willkommen. Okay, jetzt bist du, wolltest du heimlich VIP werden, bist es aber jetzt doch nicht. Jetzt bist du nämlich im Video. Danke, danke, danke. Hab mich gerade gewundert. So, wo haben wir stehen geblieben? Ja, dieser große Baum, der könnte, glaube ich, auch neu sein. Da bin ich mir nicht sicher. Und hier sind auch so coole Ranken an dem Baum. Aber Tiere sieht man hier gar nicht. Fällt mir zumindest nichts auf. Hier ist das nächste Bild. Hier sieht man auch ganz gut diese Azteken-Style-Tempel, ganz gut. Hier sind auch neue Felsen so ein bisschen. So schön bemooste Felsen. Sieht zumindest so aus. Hier auch schöne bunte Blumen. Das sind hier auch neue Bäume. Ach cool. Und dann so ganz viele Tempel. Das gefällt mir. Da kann man nämlich richtig coole Dschungelzoos bauen. Oh, da spulen wir nochmal kurz zurück. Ach, das war zu weit. Gucken wir uns das nochmal an. Kein Problem. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Hier sieht man auch noch so goldene Teile. Das hier müssen, sind das neue Felsen? Es gab ja schon mal so bemooste, ne? Aber ich glaube, das sind nochmal neue Felsen. Hier sind auch neue Ranken und sowas. Also man sieht hier einiges an neuen Pflanzen. Diese Bäume sind cool mit diesen Ranken dran. Die gefallen mir sehr gut. So, was sieht man hier noch? Ja, die Bootstour kennen wir schon. Hier sind mal wieder ein paar neue Bäume. Diese Strohdächer sind so ein bisschen neu. Das ist wahrscheinlich alles selber gebaut. Naja, mit diesen ganzen Stützen und so. Also so Bambus sieht man hier auf jeden Fall ganz gut. Hier sieht man auch so eventuell neue Schirme, ich weiß es nicht. Kann gut sein. Sieht aber schon sehr cool aus. Aber Tiere kann ich nicht erkennen. Das Ganze kommt am 7. April. Jetzt habe ich schon wieder zu weit übersprungen. Das muss ich nochmal üben. Ja, hier sieht man auch nochmal Klettermöglichkeiten aus Bambus ganz gut. Ah, cool. Ich freue mich. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut. Das sieht echt cool aus mit den ganzen Steinen. Und hier sind auch neue Deko-Elemente bei so Schmetterlinge. Oh, vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht kommen neue Schmetterlinge ins Spiel. Vielleicht kann man ja so ein Schmetterlingshaus oder so mal bauen. Das wäre cool. Das könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass man hier so Schmetterlinge sehen kann. Das wäre richtig cool, wenn da die Leute reingehen können und die dann so auf den Fingern oder so landen. Es gibt ja so riesige Schmetterlinge in den in Südamerika, glaube ich. Das wäre cool. Auf die Wishlist packen wir das natürlich. Ich glaube, viel mehr konnte man da gar nicht sehen. Schade, schade. Es wurden keine Tiere preisgegeben. Aber ich vermute ja mal, dass der Jaguar auf jeden Fall ins Spiel kommt. Also das wäre mega cool. Weil der Jaguar ist echt so ein Tier, was mir noch so ein bisschen fehlt. Der Puma fehlt mir tatsächlich auch. Den mag ich auch gerne.
Und Panther gibt's auch noch, ne? Ha, es gibt so viele coole Raubkatzen. Ich bin sehr gespannt. Was schätzt ihr denn? Was für Tiere wird dieses DLC in das Spiel bringen? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so einschätzt. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Tage dazu noch etwas mehr erfahren. Das war auf jeden Fall der Announcement-Trailer für das South America Pack von Planet Zoo, was am 7. April kommt. Das Originalvideo ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Packt das DLC, wenn ihr Bock drauf habt, auf die Wishlist in Steam, dann freut sich Frontier. Das finden die bestimmt immer cool, wenn die Zahlen nach oben gepusht werden. So, sorry. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auch selber ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.